Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir sind immer noch im Nebelturm, aus irgendeinem Grund sind mir gerade 1300 Seelen entgegengeworfen worden, und zwar unmittelbar vor Beginn der Aufnahme, deswegen habt ihr das leider nicht gesehen, aber vor allem ging es so, ich weiß nicht, was passiert ist, ob unser Kollege da hinten vielleicht ins Feuer gerannt ist oder irgendwie sowas. Na, na. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal weiter. Wieder hier. Oh ja, hier waren wir schon mal, ne? Da oben. Das habe ich gehört. Versuch springen und dann hier. Hier quasi unter uns, oder was? Ja, das sind alles so Geschichten, so eine Vertraulichkeit, aber viel Erfolg. Das sind ehrlich gesagt alles so Geschichten, das können wir dann mal machen, ja. Aber nicht jetzt. Oh Gott, ich habe es eben gesehen. Ich musste erstmal snipern. So, wie kriegen wir das zum Beispiel nochmal ein bisschen runtergefahren? Weil die Tür da, die würde mich ja schon reizen. Aber dazu müssen wir das da ein bisschen bewegen. So, aber erstmal hier kommen. Läuft bei dir, ne? Da unten los. Jo. Scheinbare Wand voraus. Okay, jetzt bin ich wieder neugierig. Wo ist die scheinbare Wand? Irgendwo drin oder was? Oder da unten wieder? Oh Gott. Aber wie kriege ich das hin? Gut. Wie gesagt, das sind so Geheimnisse. Im Zweifelsfall kümmern wir uns da später nochmal drum. What the fuck? Hat der gerade auch noch Feuer geschmissen? Der schlug auch noch Feuer, die Sau. Kann ich von hier oben? Ja, natürlich nicht. Ach du Scheiße. Und da oben könnte ich vielleicht... Ist das eine Waldtür? Ist das, oh Gott, nee. Oh Gott, nee. Ich geh erstmal hier lang. Versuch angreifen. Ja, ja, super. Feuer! Öffnet sich ja nicht von dieser Seite, ne? Vielleicht mal anklopfen? Ja, man weiß ja nie, es könnte ja funktionieren, aber offenbar nicht. Ich muss da wirklich runter, oder? Ganz ehrlich, ich will da nicht runter. Guck mal, was wir hier drüben haben. Einen toten Schnetzelritter. Ehrlich gesagt, traue ich dem Frieden noch nicht so ganz. Wie ist denn der gestorben, sag mal? Verarschen? Wie der gestorben ist, ist wahr offensichtlich. Ah, Jungs! Bye, Jungs. So. Möchte hier noch jemand spielen? Oh, verdammt. Da ist auch noch so ein...
Okay, können wir uns hier irgendwie so positionieren, dass wir vielleicht hier den einen oder anderen schon mal treffen? Vielleicht sogar da weglocken können? Komm her, du, ich beiß dir in die Wade! Schön, das war einer. Der steht gut, der steht gerade gut. Ey. Soll deine Füße bei dir behalten, du Sau? Apropos Füße. Na gut, der speit Feuer. Der ist wahrscheinlich gegen Feuer relativ immun, oder? Da versuche ich mal was anderes. Haben wir nicht auch Mitternachtspfeile oder sowas hier? Finsternis. Versuchen wir das doch mal. Nur treffen, ne? Oh, Lücken dran. Will er mich verarschen? Okay, dann machen die auch weniger Schaden. Ja, erst dieses Tier. Warte mal. Erst dieses ganze Theater hier und dann... Hey! Du, das Note, dass du abhaust. Weißt, ich habe ja nur keinen Bock, mit dich und deinen Kumpans zusammenzukämpfen hier. Einer gegen einen, das kann ich ja noch akzeptieren, aber das hier... Bleibt der da jetzt echt so stehen und lässt mich ihn töten? Nee. Das ging aber. Sagte er, während er auf dem Balkon stand und der Gegner sich nicht wehren konnte. Ja, ich weiß. Ha! Bursche! Hier! Au! Weißt du, so verarschen und Zeug kann ich mich selber. Was los? Kommst du nicht raus, oder was? Jetzt habe ich auch die Blitzpfeile ausgerüstet hier. Alter. Boah, das kann doch nicht wahr sein. So, geht doch. Ja, geht doch. Ja, aber erst hier wieder einen auf dicke Hose machen, ne? So, ist hier noch mehr Schweinkram, was mich ärgern will? Okay. Du kommst weg, Junge. Weil das hat definitiv nicht Not. Seele der Aschenbraut Nadalia. Flüstert die eigentlich da irgendwas? Muss man das verstehen? So, wir müssen jetzt aber ein bisschen aufpassen mit unseren, wie heißen die Dinger? Schmelzerkeilen. Machen ja 4 für den Boss, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Gut, wir werden garantiert noch welche finden. Aber das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Versucht Distanzkampf, deshalb versucht fixieren. Okay. Ich würde gerne... ja, Möglichkeit immer diese... Diese vier Dinger im Inventar behalten. Junge, was war denn das? Was war denn das gerade für eine Nummer hier? Ja, 1300 Seelen ist auf jeden Fall genau die Menge, die ich vorhin auch gekriegt habe. Vielleicht ist dieser komische Rüstungsheini da wirklich ins Feuer gerannt, wer weiß. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir hier wieder sehr viel verpassen und übersehen, weil ich ja hier die Abhänge nicht runterschwinge und sowas. Und dass wir wahrscheinlich hier noch eine zweite Tour durch den Nebeltour machen werden. Aber im Moment möchte ich einfach erstmal gucken, wie weit wir kommen. Schwäche, Schützenposition und dann Visionen von Distanzkampf. Ist da noch so ein Burschen oder was? Machst du hier Stress oder wie? War das jetzt ein Ja? Das war ein Frechen. Okay. Davon möchte ich ehrlich gesagt lieber nicht getroffen werden. Ach, ist gar nicht so schlimm. Distanzkampf. Komm, du stehst doch auf, oder? Hinterhalt voraus, das war so klar. Ja, da ist schon einer aufgestanden. Vielleicht können wir den ja schon mal anlocken und ausschalten. Bevor der andere aufsteht. Vielleicht aber auch nicht. Das war frech. Definitiv. So, okay, Jungs. Jetzt bin ich auf euch vorbereitet. Kommt einer von euch zum Spielen? Dann komm ich halt. Ist überhaupt kein Problem. Bin mobil. Hallo? Kommst du? Burschen! Ich warte auf dich. Wir haben ein Date. Wie süß. Oh Gott, da steht wieder einer von diesen Blitzkriegern da. Lügner vor Ort. Tolle Aussicht und dann Hurra für Springen. Ne, da springe ich nicht runter. Das ist ein bisschen weit unten. Ja, okay. Ist vielleicht dämlich gegen einen Blitzgegner. Mit einem Blitzschwert vorgehen zu wollen. Das gebe ich zu. Können die Leitern klettern oder bleibt der jetzt da unten? Der bleibt da unten, wa? Das ist ehrlich gesagt recht unschön. So, aber insgesamt gesehen waren die tatsächlich gar nicht so schlimm. Glück wird... Warum wird Glück benötigt? Vorsicht vor Schnitzer. Ich
Ich befürchte ja ständig, dass ich irgendwie einen Backstab abkriege oder sonst was. Na gut. Wenn Glück benötigt wird. Ach du Scheiße, kommt man da auch irgendwo hin? Wie könnte man denn eventuell darüber kommen? Weil irgendwer hat da ja eine Nachricht geschrieben. Es ist also definitiv von hier oben springen, wa? Nee, ich gehe erstmal so weiter. Ich werde bei Gelegenheit, werde ich gucken, was wir so verpasst haben, dass wir das dann noch nachholen. Das schon, das haben wir ja in den anderen Gebieten auch gemacht. Da habe ich mich von den Schweinen doch ablenken lassen. Da musste ich echt erstmal aus dem direkten Dunstkreis raus da. Das hätte sonst ganz schnell ganz böse enden können. Das hätte echt, das hätte ins Auge gehen können. Jetzt verstehe ich auch, warum Glück benötigt wird. Die Säcke wieder alle auf einmal gekommen sind. Komm her hier! Ich komme bestimmt nicht zu dir, Junge! Oh. Weiß ja nicht, ob ich da noch irgendwas spawne. Ja. Ich sollte allmählich echt anfangen, mehr zu rollen, um Attacken auszuweichen. Links. Denn es gibt tatsächlich Gegner, gegen die Blocken keinen Sinn hat. Zum Beispiel der nächste Boss. Erwähnte ich das schon. Felsbrocken! Unglück voraus, deshalb Feind voraus. Beim nächsten Boss muss ich viel mit Rollen und Ausweichen arbeiten. Das ist so, ja, sowas ähnliches wie damals mit Artorias. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich hoffe es wirklich. Denn seien wir mal ehrlich, ich habe mich bis jetzt hier sehr auf mein Schild verlassen. Ist eine Truhe, aber ich vertraue dem Frieden nicht so ganz. Ein kruder Stein. Oh Gott. Oh Gott. Finstergeist, Assassine. Wo? Garantiert da drüben. Garantiert da drüben. Dass ich auch ja die Scheißgebiete hier nochmal machen muss. Also die Mistkämpfe wie diesen Massenkampf da eben. Sehr Feind voraus. Riese, aber Loch voraus. Sprint wird benötigt.
Meine wichtigste Frage ist, da ist der Finstergeist. Maldron. Nee. Definitiv nicht. Versuch Gift und dann Dresche. Schön. Ja, kommt der jetzt nochmal wieder hoch oder bleibt er da unten? Dann loote ich nämlich in aller Ruhe seine Box. Ist mir sowas von egal. Kann ich so weit runterziehen? Dunkler Ort voraus. Das kann ich auf jeden Fall besser zielen. Nein. Dieser blöde Assassine mich ja doch ein ganz kleines bisschen nervös macht. Fluch voraus, Versuch Sprint. Okay, von wo kommt denn dieser Fluch? Und vor allem, wo ist dieser Finstergeist hin, diese dumme Sau? Ich habe keinen Bock, dass der mir in den Rücken fällt. Da unten ist er. Ich habe keinen Bock, dass der mir in den Rücken fällt. Was? Ihr steht wieder auf, einfach so? Was soll denn die Scheiße? Was ist das denn hier? Ja, okay, jetzt bin ich erstmal wieder... Nee. Nee. Wartet mal. Da muss ich mich mehr drauf vorbereiten, ja? Da muss ich mich anders drauf vorbereiten. So, der kommt ja jetzt zum Beispiel schon mal hoch. Ja, dann können wir den unter Umständen ja hier oben erledigen. Vielleicht funktioniert das ja. Der andere steht ja auch nicht wieder auf. Ist ja nur der Sack hier. Der wird wieder aufstehen. Aber warum? Warum muss der wieder aufstehen? Ganz ehrlich. Ich meine, der Fluch ist ja gar nicht so schlimm. Ja, knallen wir zwischendurch mal ein Menschenbild rein und gut ist die Sache. Ja, aber... Soll ich, dass dieser blöde...
Assassine da halt auch noch steht zum Beispiel, ne? Vermute mal, dass wir das wieder erledigen müssen. Um den Fluch zu brechen. Ja, geil. Okay, hier werde ich sterben. So, wenn ich jetzt nachgedacht hätte, hätte ich natürlich die Chance nutzen können, dass ich sowieso gerade bei diesem scheiß Idol stand und hätte dem schon mal so einen dämlichen Schmelzerkeil reinwirken können, ne? Dann hätten wir das Problem zumindest schon mal behoben. Weil ich gehe ganz stark davon aus, dass das die Gegner wiederbelebt. Vielleicht sogar für das Verfluchen zuständig ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall da wieder hinzukommen, das dauert. Da wieder hinzukommen dauert. Definitiv. Achso, die Tür geht ja nicht auf. Zuerst wieder durch diese ganzen Gegner kämpfen müssen jetzt hier, ne? Schon allein hier die Horde. Naja, den Burschen habe ich auch vergessen. Ja, noch besser, ist er halt da unten. Klar, warum nicht? Macht's doch viel einfacher. Oh Mann, ey. So, wenigstens der Teil ist schon mal kein Problem. Hier will ich immer noch nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen, sorry. Wir können von mir aus den Großen mal probieren, wenn die Kleinen wächst. Alter, ist das eine scheiß Hitbox hier gerade. Wir können von mir aus den Großen mal probieren, wenn die Kleinen weg sind. Aber nicht den Großen und zwei Kleine hier. Oder drei Kleine sind es ja sogar. Da oben steht da noch einer. Und nervt und zickt rum. Im Großen und Ganzen, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ach, den habe ich ganz vergessen, ja? Da ist ja noch einer. Ah, du Shit. Echt aufpassen, wa? Dass der dir nicht richtig einen reinwirkt hier. So, rein theoretisch kann mir der Kerl da ja egal sein. So. Ich geh einfach weiter. Leck mich am Arsch! So, du wolltest mitspielen hier, ja?
Hast du dir so gedacht, ne? Hm. Klar. Ach, hier war ja der erste Hinterhalt. Okay, Leute. Was ich jetzt gleich offscreen machen werde, ist mich wieder dahin durcharbeiten, wo wir gewesen sind, damit wir in der nächsten Folge dann, falls ich nicht wieder ganz erbärmlich draufgehen sollte, vielleicht noch ein bisschen neuen Content hier vom Nebelturm sehen können. Das war nämlich Dark Souls 2 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.